So, hallo, neue Aufnahmesession. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen leiser gemacht. Ich habe so den Eindruck, dass es immer noch so Spitzen gibt, wo ich doch zu laut bin in den Parts. Aber ich hoffe, man kann sich's angucken. Für die wenigen, die sich's wahrscheinlich überhaupt noch anschauen. Aber gut. Wir machen jedenfalls weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns wirklich stark Richtung Finale begeben. Ich meine, wir haben alle. Oh, das Kügelchen da unten können wir uns gleich noch holen. Wir haben alle Dinger zusammen. Alle. Na, sag schnell. Alle Irrlichter. Und können jetzt wahrscheinlich zu Q zurück. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Berg, ne, die Wüstendünen, das Finale gegen Shriek. Wir haben allerdings noch ein paar Quests zu erledigen. Zum Beispiel die stille Karte, wo wir den stillen Wald erledigen müssen, vollständig. Wiederaufbau der Lichtung, wo wir die Samen abgeben müssen. Aufforstung der Lichtung, wo wir die Dinger suchen müssen, die hier, weißt du schon. Die Gorlek-Erze, aber wo sollen die jetzt eigentlich noch großartig sein? Jetzt mal Real Talk. Wo sollen die noch sein? So viele können hier eigentlich jetzt auch nicht mehr versteckt sein, oder? Da ist noch eins. Das werden wir uns noch holen. Aber sonst? Wie viel haben wir denn dann? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Die Quest müssen wir noch zu Ende machen, von Hand zu Hand. Ich habe eigentlich mit fast allen Leuten geredet. Ich weiß nicht, wer dieses blöde Dings will. Dieses, weißt du schon. Dieses Teleskop. Fernrohr. Also hier ist ja niemand. Hier sind ja keine Personen mehr gewesen. Und er will Wasser. Also wenn ich Wasser habe, dann weiß ich, dass ich zu ihm sofort gehe. Na, so, er will Wasser. Es bleiben eigentlich nicht viele Leute übrig. Ich habe mir jetzt überlegt, ich muss nochmal mit. Ne, hier war niemand, ne? Nee. Ich muss noch mal hier mit. Er hat mir die Suppe gegeben, aber vielleicht will er ja ein Fernglas. So kann ja sein, dass er eine zusätzliche Eigenschaft hat. Und auch die Kollegen, von denen ich was kaufen kann, vielleicht wollen die ja zufällig ein Fernglas. Also quatsche ich einfach alle in dem Dorf noch mal ab, die keine Mokis sind. Vielleicht kommen wir ja damit ja zum richtigen Kollegen. Gut. Jetzt aber erstmal, halt erstmal die Kugel hier drüben. Da kommen wir jetzt auch ran. Da konnte ich ja nicht rankommen vorher, weil mir der Dash unter Wasser gefehlt hat. Na, das geht ja auf und zu. Hat gut funktioniert. Okay, das muss ich noch besser machen, ja. Jetzt geht das zu. Jetzt habe ich mich irgendwie da durchgemogelt. Okay, soll mir auch recht sein. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich durchgemogelt. Aber guck mal auch hier. Tintenmoor 92%. Also hier müssen noch Sachen versteckt sein. So, aber Mitternachtshöhle nur. Okay, wenigstens die sind 100%. Aber wo sollen denn hier noch Sachen? Also auf der Karte ist halt nichts mehr eingezeichnet. Das heißt ja nicht zwingend was. Okay, das Tintenmoor geht auch ganz schön weit. Ist das hier alles Tintenmoor? Oha. Oha. Das ist alles Tintenmoor. Oh, das ist nicht gut. Das ist alles Tintenmoor. Na gut, da kann tatsächlich noch irgendwo was sein. Haben wir denn das Geheimnisding aktuell ausgewählt? Nein, ich meine hier drüben. Ja, es ist ausgewählt. Ich habe noch nie gesehen, wie es. Geheime Wände werden halbdurchsichtig. Ich habe noch nie gesehen, wie das irgendwie sich bemerkbar gemacht hat, aber gut. Vielleicht sollten wir damit einfach mal hier alles ablaufen. Nochmal und gucken, so. Aber ich meine, selbst wenn es geheime Wände sind, abgelaufen habe ich ja trotzdem schon mal ganz viel. Also, so, selbst wenn die dann auftauchen erst. Also selbst wenn diese geheimen Wände auftauchen, dadurch, dass ich sie berühre und so weiter, sie sind ja trotzdem da.
Ach mein Gott. Okay. Na komm, wir gehen jetzt erstmal hoch zu dem Gorlek-Erz. So. Wir gehen jetzt erstmal hoch zu dem Gorlek-Erz. Wo war das jetzt? Hier, das Ding. Okay, dann brauche ich den Kollegen. Machen wir jetzt erstmal das. Und dann gucken wir mal. Na, schau mal, es schlägt schon wieder so weit aus. Muss ich mich noch weiter runterdrehen? Ich habe, dass ich dann plötzlich zu leise bin. Jetzt gehe ich mal auf 39. Schauen wir mal, was passiert. Wenn ich jetzt zu leise bin im Moment, dann tut es mir leid. Aber wir machen in dem Part jetzt nichts Story-relevantes. Also ich hoffe, dass wir nichts Story-relevantes machen. Ich versuche ein bisschen zu komplettieren. Mein Kram hier. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Okay, noch viel weiter rüber. Das hat gut funktioniert. Mein Gott. Dann ebenso. So, hier hoch. Ah, hier ist das. Okay. So, machen wir jetzt mal ganz unkonventionell. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, wir waren hier schon mal. Und guck mal, Nummer 9 ist das. Wir brauchen noch ein Stück. Wir brauchen noch ein Gorlek-Erz. Dann können wir das nächste Ding machen. Dann können wir das nächste Ding machen. Ein Gorlek-Erz. Ist das irgendwo eingezeichnet? Halt, stopp. So weit wollte ich nicht raus. Kann ich hier filtern auf Gorlek-Erze? Ah, Sammelobjekte. Guck mal. Sehe ich jetzt hier irgendwo noch ein Gorlek-Erz eingezeichnet? Ganz vorsichtig. Also aktuell sehe ich keins. Ihr seht auch keins, ne? Nee. Weil es fehlt halt genau eins jetzt. Das ist natürlich schwierig. Gut, dann quatschen wir jetzt mal. Nein. Dann quatschen wir jetzt mal nochmal die Dorfbewohner durch. Vielleicht. Oder will der Kartentyp will vielleicht ein Fernglas? Also kann ja sein, dass der eine Zusatzfunktion hat und neben dem Kartendings auch ein Fernglas braucht. Gerade er ist doch Erkunder, das würde doch sogar Sinn ergeben. Ha. Komm, wir gehen mal zu dem Kartentyp. Oh, und der hat ja auch die Karten-Upgrades für uns. Oh, die muss ich kaufen. Wir haben jetzt ja genug Geld. Ja. Oh mein Gott, da habe ich gar nicht dran gedacht. Willst du ein Fernglas, Kollege? Manusch. Ah, Stiller Wald ist noch nicht vollständig. Ja. Guck mal hier, ne? 2000, 3000. Oh. Splitter offen. Stimmt, wir haben auch noch nicht alle Splitter. Okay, ganz ehrlich, ich würde erstmal gerne die ganzen Splitter zusammenbekommen. Das ist auch das teuerste, dann kaufe ich das als erstes. So. Dann müssen die doch jetzt eingezeichnet sein. Ja, nicht so. Ne, nicht Quests. Sondern, was haben wir jetzt? Teleportpunkte? Ne, auch nicht. Sammelobjekte. Da ist noch einer, den habe ich ausgelassen, okay. Aber woanders ist gar keiner mehr, kann es sein? Ich sehe hier keinen mehr, ne?
Die Frage ist jetzt halt, werden die auch eingezeichnet, wenn die in einem Gebiet sind, was ich vielleicht noch nicht gefunden habe, weil es geheim ist oder so. Na, werden die dann auch eingezeichnet? Das ist die Frage, die ich mir gerade noch stelle. Aber ich sehe hier gerade gar keinen mehr. Also da oben den einen sehe ich noch. Ha. Huh. Naja, hier ist auch nichts. Da, okay, siehst du hier zum Beispiel, das meine ich. Stimmt, hier geht's noch hoch. Hier geht's noch hoch. Stiller Wald, da ist noch einiges zu tun. Aber sonst, wie viel fehlen denn eigentlich noch? Ach so, zwei. Das sind die zwei, okay. Ja, dann let's go. Dann würde ich sagen, machen wir die dann in dem Part auf jeden Fall. Und sobald wir wieder genug Kohle haben, was ja hier schnell geht mittlerweile, sobald wir wieder Kohle haben, kaufen wir uns die nächsten Dinger für die Lebens- und Energiezellen und so weiter. Du willst nicht zufällig ein Fernglas. Auf der Spitze zugetragen hat, ja. Klingt das mir wieder ein Weg, um es mir selbst anzusehen. Die Wahrheit, als ich all das Eis da draußen sah, habe ich die Hoffnung aufgegeben, je wieder den Blütenbaum oder die grünen Hügel der Spitze zu sehen. Jetzt klingt es, als sei der Frühling zurückgekehrt und alles dank dir. Nicht schlecht für so einen Fehlerlosen. Ja, wir machen uns. Sehe ich auch so. Hier fehlt ja jetzt noch, hoppala. Windwüste, ja, da war ich auch schon. Gerora, wundersame Stadt aus stolzem Stein. Aber mir fehlt genau eins, richtig? Oh, ich hab was. Lol, wait, mir fehlen Millionen Stück. Okay, wie komme. Jetzt fehlen mir 9 Stück noch. Es muss noch so viel versteckten Kram geben. Hilfe. Ich werde mich gleich darum kümmern. Okay, jetzt baut er da oben. Da oben ist nochmal ein Gorlek-Erz. Ich habe es genau gesehen. Da oben kriege ich gleich wieder ein Gorlek-Erz. Okay. Na, der hat jetzt hier hochgebaut irgendwie. Hier, da hat jetzt, ne? Da ist jetzt auch so ein Kugelchen aufgetaucht. Da hat jetzt irgendwas hochgebaut. Hier ist immer noch. Hä? Ich check diese Kugel. Okay, Retalk, diese Kugel da stresst mich. Die sehe ich jedes Mal. Und ich weiß nicht, woher die kommen soll. Warum ist da noch eine Kugel eingezeichnet? Das kann doch nicht sein. Oh, hier geht's nicht weiter, wa? Runter. Runter. Wait, kenne ich dich schon? Ach, das ist der Tentakeltyp. Mein Gott, ich quatsch dir mal doppelt an, es tut mir leid. Aber von einer Aufnahme zur nächsten kann ich mir nicht merken, mit wem ich geredet habe und mit wem nicht. So. Aber, ach hier! Da ist so ein... Oh, da ist so ein Wald, so ein Laubding. Den muss ich bestimmt wegwehen. Lol. Okay. Also wenn wir so Blätterdinger... Ach ja, ich wollte mit dem Koch sprechen. Aber ich glaube, der sagt nur was zur Suppe, ne? Der wollte kein Fernglas. Trotzdem kann man ja mal fragen. Der Baha. Deftige Suppe, ja. Ja. Ja, nee, das hat sich geklärt, okay. Komme ich von hier eigentlich schnell zu dem... Wo ist denn der jetzt, der letzte Splitter? Wo ist der Hintersplitter? Der war doch irgendwo hier. Ach, hier direkt... Wo ist er hin? Ich stehe drauf. Ich stehe effektiv einfach fast drauf. Ach ja, natürlich, ich weiß auch warum. Das konnten wir damals noch nicht machen, als ich hier war und jetzt habe ich es wieder vergessen. Hier ist auch so ein Eisding, richtig.
Und jetzt taut nämlich das Wasser. Ja, moin. Das hätte ich komplett wieder vergessen. Okay, sehr schön. Du hast einen Pressesplitter, wandle Nahkampfschaden in Energie um. Ja, okay. Brauchen wir jetzt nicht. Aber klingt gut. So. Gut. Dann haben wir den. Ob das jetzt wirklich 4000 Geld wert war. Aua. Ob das jetzt wirklich 4000 Geld wert war, das alles aufzugeben. Sei mal dahingestellt, na? Aber hey. Okay, dann haben wir das geklärt. So, wo ist jetzt der neue Abschnitt hier gewesen? Wir gehen mal ganz kurz da oben wieder rein. Ich weiß, was da ist, aber da ist Geld. Und das Geld kann man sich jederzeit holen. Das ist nämlich nie sonderlich wenig gewesen. Aber das war immer ganz ordentliche Kohle da unten. Zack. Ah, schaut mal, wir sind schon wieder ganz schön gut auf dem Weg hier. Das ist eben, was ich meinte. Wir kommen jetzt so schnell an Geld ran. Und ich muss ja eh alles gekauft haben irgendwann. Insofern passt es schon. So, mit wem wollte ich noch quatschen? Ich meine, er war eigentlich für den Kristall schon zuständig. Spiel. Das ist... Lol. Genau das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Das Spiel lädt nicht. Man kommt irgendwo in ein Gebiet rein. Und ist dann stuck forever. Hey, Grom, na? Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Scheiße. Fuck, ich habe es kaputt gemacht. Okay, ich kann nicht mit ihm reden. Puh. Zum Glück bin ich aus der Animation wieder rausgekommen. Puh, ich dachte schon. Kann ich mich da jetzt hin... Kann ich mich hier raus teleportieren, bitte? Sehr gut. Einmal nach oben, bitte. Lol, ich kann mich nicht teleportieren, weil ich direkt hier wahrscheinlich bin, oder was? Oh mein Gott, Spiel, bitte. Das ist nicht dein Ernst. Kann ich mich jetzt teleportieren? Ja, okay. Puh. Oh Mann, oh Mann. Also das sind komische Grafikfehler, aber mir scheint mit Fortschritt des Spiels ist auch das Spiel zu groß langsam für die Switch. Einfach packt die Switch nicht mehr. So, willst du ein Fernglas haben? Nee, der will nur wieder, dass ich verbessere. Kann ich jetzt noch was verbessern? Neu? Ah, den... Ja, okay. Natürlich kann ich die Sachen jetzt verbessern auch noch. Aber wir warten mit der Kohle erstmal die wichtigen Sachen ab. So, die Karten-Upgrades sind wichtiger, würde ich sagen, erstmal. Willst du ein Fernglas? Shut the f... Wieso will er denn jetzt ein Fernglas? Warum? Wann hast du denn jemals... Du bist mein Statusbericht. Wann hast du denn jemals davon von einem Fernglas... Ich habe keine Ahnung, ob der jemals von einem Fernglas gesprochen hat, aber wahrscheinlich hat er. What? Motai will das? Okay. Ja gut, was kriege ich dafür? Ah, weil er so ein Verfolger... Feldflasche. Wir wissen, wo wir damit hin müssen. Perfekt. Ich habe es vorhin gesagt, wenn wir Wasser bekommen, weiß ich, was ich tun muss. Okay, das weiß ich jetzt. Das weiß ich jetzt actually, was ich damit machen soll. So. Jetzt wollen wir uns aber erstmal hier oben die neue Behausung angucken.
Ah, mit dem habe ich schon 3 Millionen Mal geredet. Das war wieder der falsche. Der ist neu. Das Haus hier ist neu. Ja, okay, da ist sogar ein Moki. Wer bist du denn? Ich kann es nicht erwarten, weiter zu erkunden. Oder vielleicht bleibe ich einfach hier und erzähle anderen Moki von meinen Entdeckungen? Ja, das ist eine viel bessere Idee. Ja, das haben wir schon gesprochen. Okay, du bist jetzt nicht so der spannendste Kollege. Aber du hast in deinem Haus schön viel Geld. Wie komme ich denn da ran? So komme ich da ran. Nice. Und hier noch ein bisschen Kohle. Ich will nicht mit dir reden. Ich will nur die Kohle da unten holen. Darf ich das bitte machen, ohne dass wir uns... Sehr gut. Okay, sehr schön. Das war aber noch nicht alles. Ich habe schon gesehen, man kann hier hoch. Aber das haben wir ja schon. Aber vielleicht war es dann doch alles. Ja, das haben wir auch schon geholt. Ich hatte mir eingebildet, ich hätte hier Gorlick-Erz gesehen, aber das war dann vielleicht der Kollege hier. Dieses Ding hier, wo ich mich ranziehen kann. Ja, das könnte das gewesen sein, dass das so wie Gorlick-Erz aussah, so ein bisschen aus der Entfernung. Ansonsten wäre es ja auch auf der Karte eingezeichnet, dass da Gorlick-Erz ist. Und da ist ja nichts eingezeichnet. Okay, dann geht's jetzt ab zum nächsten Splitter. Dafür porten wir uns am besten mit dem hier oder mit dem hier. Mit dem hier porten wir uns. Und da haben wir jetzt ein ganzes Gebiet noch gar nicht gesehen im stillen Wald. So. Aber warte, wie muss ich denn da jetzt vorgehen? Ah, ich muss schon erst hier hoch und dann darüber und dann hier. Okay, hier hoch. Wahrscheinlich wäre ich da vorher auch gar nicht hingekommen. Könnte ich mir schon vorstellen. Geh mir nicht auf den Keks. Mach dich mal weg hier. Weil hier war ja, das war ja alles hier Verfolgungsjagd und so Kram, ne? Aber wie komme ich jetzt da wieder hoch? Muss ich da jetzt... Warte, okay, ich weiß, was ich tue. Hat gut funktioniert. Okay, wir sind oben. So. Und jetzt müssen wir erstmal wieder hier rüber. Und hier muss ich irgendwie hochkommen. Willst du mich wahrscheinlich über den Weg hier, oder was? Okay, wie komme ich denn da hoch? Wir gehen mal an den Rand und gucken, was passiert. Das ist ja hier komplett offen. Das ist ja hier komplett alles offen. Okay, hier ist das Ziel von irgend so einem Ding. Nee, das ist noch gar nicht ausgelöst auch. Ah, guck mal, hier, solche Dinger sind hier. Okay, ja, und hier war ich noch nicht unterwegs. Den ganzen Weg haben wir noch nicht gemacht. Okay, alles klar. Ja, das konnten wir damals auch nicht, weil wir hier verfolgt worden sind. Ach, guck mal, hier muss ich sogar Sand können. Hier muss ich sogar die Sandfähigkeit beherrschen. Ja, dann hätte ich hier eh noch nicht hingekonnt. Dann kommt man hier wirklich erst zum Schluss hin. Okay. Da oben ist der Schalter für das Rennen. Und da ist der Splitter. Okay, damit haben wir alle Splitter. Überschüssige Energie wird zu Gesundheit und überschüssige Energie. Gesundheit wird zu Energie. Oh,
okay, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist actually nicht so schlecht, wenn ich noch... Ja, Splitterjäger, ich habe alle Splitter. Okay, einmal Podest. Sehr schön. Jetzt würde mich kurz interessieren, woran sehe ich auf der Karte, dass ich ein Podest abgeschlossen habe und dass ich ein Podest nicht abgeschlossen habe? Weil das hier ist jetzt ja der Startpunkt, ne? Hoppala. Das hier ist jetzt ja der Startpunkt. Anfang Geisterprüfung, Ende Geisterprüfung. Aber kann ich irgendwie sehen, ich muss jetzt mal zu einer gehen, die ich schon gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall schon die bei dem Eis gemacht. Genau die da hier. Kann ich hier sehen, dass ich die abgeschlossen habe? Nee, ne? Sehe ich nicht. Nee. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Dann muss ich mir das eigentlich merken, was ich abgeschlossen habe und was nicht. Okay. Na gut, na gut. Oh, kann man hier noch höher vielleicht sogar? Ah nee, da ist eine Wand, ne? Ja, okay, da ist eine Wand. Okay. Aber das ist auch eine krasse Strecke, die man da vollführen muss. Ist hier noch irgendwas? Oh. Ja, der Tod. Okay, sollen wir es mal kurz probieren? An sich habe ich ja gerade den Weg recht gut gespielt, eigentlich, ne? Eigentlich ist ja genau das der Weg. Na komm, wir gucken mal. Länger als eine halbe Minute dürfte das nicht dauern dürfen. So, was sagt die Zeit? Ja, 25 Sekunden nämlich nur, sagt die Zeit. Das ist genau, was ich meinte. Das ist nämlich echt nicht lange. Scheiße. Ja, kann man von vorne starten. Okay, mal gucken. Mal gucken. Nein, häng dich doch jetzt nicht daran. Oh, Bruder. Jetzt müsste ich schon ins Ziel, okay. Oh, crazy. Ich will jetzt mal... Oh. Oh, ich sterbe hier komplett, okay. Ich will jetzt mal kurz was nachschauen. Ich muss jetzt einmal was kontrollieren. Und zwar, wir haben jetzt 75%. Ich will wissen, ob das zu den 100% zählt. Das will ich wissen. Ich will wissen, ob das zu den 100% zählt. Bruder, ich bin so schlecht. Was hatten wir? 75%, ne? Alter, dieses Viech ist viel zu krass. Also die Zeit, gegen die ich kämpfen muss. Nein!
Nein, ich bin schlecht. Mann. Wobei, zum Testen, ob es zu den 100% zählt, würde es auch reichen, es einfach nur mal abzuschließen, um zu gucken, ob das schon was auslöst. Oder ob man wirklich die volle... Also ob man wirklich die Zeit auch schlagen muss. Das müsste ich rausfinden. Nein! Oh, oh scheiße. Ja, ich darf nicht in diesem Sud landen. Oh, dieser Sud ist ganz kritisch. Dieser Sud ist ganz kritisch. Aber einfach nur mal abschließen, um zu gucken, ob die 75% sich verändern. Dass wir, ach Mann, dafür müsste ich aber halt echt mal wieder zum Ende kommen. Ich hätte es fast gehabt. Ich bin so ein Trottel, ey. Ich will jetzt direkt gewinnen. Dabei wollte ich erstmal kontrollieren. Okay. Nein, wir kontrollieren jetzt erstmal, ob ich überhaupt... Also, ob es überhaupt was an den Prozenten schon ändert, wenn ich es nur schaffe. Nur schaffen ist ja auch schon schwierig genug. Also noch gar nicht auf Gewinn gehen, sondern nur schaffen. Die falsche Taste. Ich hasse alles. Ich habe zwei Tasten. Einmal die, um mich festzuhalten, einmal die, um durch den Sand zu gehen. Und ich verwechsel sie. Ach Gott, ey. Du willst mich doch verarschen. Hä? Ich komme nicht rüber. Bin ich zu dumm, da jetzt rüber zu kommen? What the hell? Hä? Ah, es war die falsche Taste, stabil. Mein Gott. Wieso komme ich da jetzt nicht? Ich habe den Dreisprung nicht. Ich habe hier die Fähigkeit nicht, ne? Stimmt. Okay, ich habe noch eine Chance. Ja, ich habe den Dreisprung nicht. Jetzt fällt mir das erst auf. Oh Gott. Das ist ja frech. Dabei wusste ich es eigentlich, ne? Du bist wieder verdrängt. An das Seil kann ich ran. Hä? Ja, ich scheinbar nicht. Hä? Er konnte sich da festhalten. Ach so, okay. Gut, so. Hat das jetzt, ich gehe erstmal auf Verlassen, hat das jetzt an den 75% was geändert? Nein. Das war Test 1. Jetzt müssen wir es schaffen.
Wenn ich nämlich weiß, das zählt nicht zu den 100%, kann ich es ja erstmal, kann es mir erstmal egal sein. Wenn es just for fun ist. Ansonsten muss ich es für die Quest mit dem stillen Wald ja abschließen. Blase war nicht da. Willst du mich ver... Alter, ist das schwierig. Alter, ist das schwierig. Du darfst echt keinen einzigen Fehler machen. Das war so knapp. Oh mein Gott, du darfst keinen einzigen Fehler machen. Oh mein Gott. Hatte leicht einen Vorsprung, aber dann war er wieder weg. Oh mein Gott, ey. Ist das knapp gemacht. Kannst mich mal! Bruder. War das knapp wieder, aber geschafft. So, hat das jetzt an den 75% was geändert? Ja, 4%. Okay. Also müssen wir alle abschließen für die 100%. Gut. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. So, dann geben wir jetzt das Wasser noch ab. Die hier habe ich ja gemacht, aber das sehe ich halt nicht, ne, dass ich die gemacht habe. Okay, woran sehe ich jetzt zum Beispiel, dass ich die gemacht habe? Kann ich? Warte mal. Ich glaube, die leuchten dann nicht mehr, kann es sein? Ich glaube, die leuchten dann nicht mehr. Ich glaube, solange man die nicht macht, leuchten die so ein bisschen rum. Und freuen sich, dass sie da sind. Ja, und jetzt sehe ich ja an dem Symbol, dass die abgeschlossen ist. Okay, okay, alles klar. Da auch, ne? Ja, okay. Gut, so, dann geben wir jetzt das Wasser ab. Also, du willst Wasser, kriegst du von mir. Bitteschön. Reisender, sehe ich da etwa eine Feldflasche, eine volle Feldflasche? Wäre es vielleicht möglich, einem armen, umherstreifenden Gorlige etwas davon abzugeben? Danke, wäre eine Schande gewesen, dem Verfall zu entkommen, nur um dann zu verdursten. Du kannst diese Steintafel haben. Okay, wer will eine Steintafel? Feine Linien und exotische Symbole in ihn gemeißelt. Kartensteinfragment.
frisch, so süß. Okay, ich meine eine Karte. Das will doch jetzt safe unser Kartenheini, oder nicht? Ich wüsste nicht, wer das sonst haben will. So, hier, na? Der ist doch für Karten eigentlich zuständig. Der kann doch bestimmt mit dem Fragment was anfangen. Also, wenn er jetzt nichts zu der Karte sagt, dann weiß ich... Oder du? Nein, okay. Okay, ja, alles gut, kennen wir schon, danke, tschüss. Vor allem, wir können uns direkt das nächste kaufen, sehe ich gerade. Chillig. Selbst wenn wir jetzt sozusagen nicht das Fragment loswerden hier, dann können wir immer noch Dinge tun. Nice, er reagiert schon auf die Steintafel, das ist schon mal sehr gut. Deine Steintafel kommt mir bekannt vor. Das könnte ja glatt ein Teil des Kartensteins sein. Den Legenden nach offenbart er das Versteck zahlloser Reichtümer. Es könnte sich lohnen, zu den uralten Ruinen zu reisen. Vielleicht sind die Gerüchte ja wahr. Okay. So, dann kann ich mir jetzt das kaufen. Okay, und jetzt ist ein Gerücht eingezeichnet worden. Auch sehr gut. Okay, da kann ich nichts anzünden. Kann ich da was ausmachen vielleicht? Einfach mal testen. Okay. Gut. Falsche Taste. Falsche Taste. Ich lerne es nie. So. Also, das hier ist nach wie vor erkunde den stillen Wald weiter. Na, das haben wir immer noch nicht fertig. Aber wo ist jetzt dieses Kartensteinfragment-Ding? Zu den alten Ruinen. Welche Ruinen? Welche Ruinen? Ist hier irgendwo was neu eingezeichnet worden? Oder musste ich das für hier machen? Musste ich das für hier machen und es geht dann hier gleichzeitig weiter? Kann das sein? Kann sein. Okay. Ach, guck mal, hier unten. Da! Oh, lol, ich weiß... Okay, ich weiß Bescheid. Okay, alles klar. Alles klar. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal da unten die Ruinen an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und ich kontrolliere jetzt mal, ob ich zu leise geworden bin. Weil, falls ja, bin ich im nächsten Part auf jeden Fall wieder lauter.